Hallo und willkommen zur Höhlentour 2.0. Heute mal in einer etwas anderen Zusammenstellung wie beim letzten Mal. Wieder mit dabei, die Cookie Hey. und der Sarodas. Abend. Und neu heute dabei, der Farmer Boy. Abend. Ui, 20 FPS. Wow. Fängt gut an. Zum Glück ist der Höhle nicht so viel zum Laden. Das sind wahrscheinlich alles deine Rexe-Cookie, die da gerade die FPS runtergezogen haben beim Drehen. Wahrscheinlich. Ja, ihr leckt bei mir auch nur ganz dezent gerade. Wieso lecken wir dezent? Mein Internet spackt schon wieder rum seit heute Morgen. Oh je. Zur Zeit, dass du nach Berlin ziehst, dann kriegst du ordentliches Internet. Cookie braucht später eine neue Rüstung, das weiß ich jetzt schon. Also ich würde dir auch nicht empfehlen, eine Metallrüstung mitzunehmen, Cookie. Warum? Die kannst du unterwegs nicht reparieren. Warum sagt ihr mir das jetzt? Ja, weil Tobi mich gerade erst darauf aufmerksam gemacht hat, in dem Moment, als du aufgesessen bist. Haben wir überhaupt noch Lederrüstung? Weiß nicht. Ich habe auch keine dabei. Drauf geschissen. Wer heult rum, dass eure Rüstung kaputt ist, die ihr euch in den Arsch abfriert? Also wir haben einen Helm und wir haben Schuhe. Ja, viel mehr haben wir auch Hab nicht. ich. Wir haben noch ein Blueprint für eine Brust. Dann hört's auf. Na komm, dann mache ich mir die Brust auch noch. Machst du mir eine mit? Ich gehe noch mal oben bei mir im Haus gucken, ob ich vielleicht doch was habe. Na, wir Ich haben habe ja Leder bei halt mir nie wirklich oben. aufgehoben, ist das Problem. Ja, ich habe aber oben bei mir in der Kiste auch noch Lederrüstung. Soll ich einen Mining-Helm anziehen? Naja, Wesentlich. theoretisch gesehen ist das besser als der normale Flakhelm bei gleicher Qualität. Erstmal Kannst ja kurz noch den Hutstrahl könnt ihr einen einsammeln. Affen aufsetzen, den Helm. Vielleicht leuchtet er mir Ein dann. Atropleura-Sattel. Nehmen wir eine Atropleura mit? Nein. Nein. Einstimmig. Stell gerade fest, ich muss unbedingt mal ein blaues Steamorph dann züchten. Der scheiße aus. Passt Armor, überhaupt. so. Passt überhaupt nicht hier. Also, Tobi, ich hätte noch gelbe Schuhe. Guten Helm habe ich. Das war's. Mehr habe ich in Leder nicht. Dann nimm halt das mit. Okay. Ach ja, und nimm deine Desert-Rüstung mit. Okay. Gut, dass du das jetzt sagst, wenn ich noch oben bin. Deswegen sage ich es dir gerade noch. Ich könnte noch eine grüne Chitinbrust mitnehmen. Bringt dir Hätte nichts, ich kannst auch nicht noch. reparieren. Also ich habe jetzt einen Helm und zweimal Lederschuhe. Ich hab. Wie gesagt, eine Rüstung reicht ja. Nimmst halt noch ein bisschen Leder und Fiber mit, dann kannst du alles reparieren, was kaputt geht zwischendurch. Und tschüss, Cookie. Eigentlich brauchen wir bloß Fiber mitnehmen. Leder kriegen wir, glaub ich, genug. Okay, das war wohl eher ein Bluescreen. Da keine mit. Machst am besten den Anfang nochmal ohne Cookie. Okay, wir machen das ganz einfach. Wir gehen schon mal los und porten Cookie nach. Können wir machen. Können wir da den Wolf mitnehmen? Nee, ne? Nö, setz dich auf den Wolf und wir porten sie dann dazu. Oh, ich wollte noch normales Fleisch einpacken, sonst frisst der Wolf die ganze Zeit das Gekochte. Muss ja auch nicht sein. User entered your channel. Maybe. Bin ich rausgeflogen? Ja. Ja. Jetzt kriege ich auch den Ladebildschirm. Ich wollte wissen, was ich zum Reparieren brauche. Leder und Fiber. Deswegen nehmen wir ja die Lederrüstung, weil A ist die warm und B kann man so in der Tasche reparieren. Oh, ein Tabajara.
Okay, das, der Cleaner war jetzt nicht so gut einzustellen. War alles ausgeräumt? Mhm. Meine Desert-Rüstung zerstört. Oh. Liegt nicht hier auf dem Boden. Nee. Bei mir steht Loading Mods, ich brauche noch ein bisschen. Naja, ja, reiten schon mal ein Stückchen vor, wenn du da bist, dann hol ich dich hinterher. Nehmt ihr meinen Wolf mit oder was? Nö, du setzt dich auf den Wolf und dann port ich dich, dann kommst du mit dem Wolf mit. Okay. Ah, so läuft es auch für sich. Seid oben raus, oder? Ich stehe oben da, wo ich mal bauen will. Mhm. Fast denken wir sind Zwillinge. Die Wölfchen. Jo. Ja gut, Geschwister sind's ja. Bleibt in der Familie. Müssen wir noch einen Familienbuff kriegen. Oh. Das wäre dann eher ein Inzucht-Buff. Ein Inzucht-Debuff vielleicht. Boah, macht ihr das langweilig. Vor allem bei meinen Rexen. Nee, langweilig. Ja, ich möchte also meinen Wolf ungern umbringen. Du musst einfach kurz vor dem Boden absitzen und kriegst keinen Schaden. Ja, ich kenne den Trick. Da steht das eine Fackel. Dem kurz vor dem Boden ist immer so ein Ding, ne? Wieso steht hier eine Fackel? Dann schnell ist nämlich kurz nach dem Boden. Mhm. Dann war es zu spät. Vor allem, wenn du Leck hast. Blö. Matsch. Welcher wollen wir? Erstmal die große. Das heißt, wir müssen jetzt einmal hinterm Redwood. Seid ihr noch da? Ja. Okay. Ich wollte auch schon gerade fragen, bist du noch da? Mhm. Also ich bin bei 4 von 15, es geht irgendwie nicht weiter. Ja, die 4 aus, die ist eine große. Ich glaube 4 aus, die S Plus oder so. Mhm. Nee, Quatsch, nicht Best Plus, Echo 3 muss das sein. Mhm. Immer noch so groß, trotz dass er so viel rausgenommen hat. Na, 300 MB oder so war es beim letzten Mal noch. Gut, wie groß er jetzt ist, nachdem er noch den anderen Sachen rausgenommen hat, weiß ich nicht. Aber ich glaube nicht, dass ich morgen die Brille schon bekomme, ne? Die müssen die ja dann noch machen. Ja, die müssen sie erst machen. In der Regel dauert das 1-2 Tage. Ja, da müssen ja die Gläser extra noch geschliffen werden und so. Ja, genau das. Wenn ich sie hab, schicke ich euch ein Bild, wie behindert ich mit Brille aussehe. Wie intelligent.
Cookie sieht auch endlich mal intelligent aus, ne? Mhm. Guck mal da. Ach, Schweine. Uah. Ich hasse Igel, auch Schweine. Krass, ich glaube, das, was da jetzt kommt. Was? Seid ihr schon drin? Nee, nee. Kommt denn hier? Wenn die Dings kommen, die Carposaurus, meinen, sie müssen einen durch die Weltgeschichte ziehen. Ach so. Ja, stimmt. Hab's gar nicht gedacht. Komm, wir gehen durch den Redwood. Auch nicht besser. wenn er der Katze auf den Kopf fällt. Wir müssen hier irgendwie da hoch. Das ist am Boden natürlich immer ein bisschen schwieriger, sich zu orientieren. Ah, hinter euch ist schon einer. Ah, solange man nicht gesprungen ist, geht's ja noch. Er soll mich mal runterholen, das Viech. Mhm. Liegt auf der Mütze. Jetzt sind wir bei Grün. Ich bin mal gespannt, ob ich es auf Anhieb finde, die Ecke. Oh, wir sind glaube ich gar nicht verkehrt, oder? Ne, es geht in die richtige Richtung. So, das geradeaus müsste der Berg sein. Der kleine. Dahinter ist die eigentlich. Hoffe ich jetzt mal. Von Süden ist es kein Problem. Von Süden finde ich die Stelle ganz schnell. Genau, hier ist der kleine Berg. Mal kurz orientieren. Und da ist der. Müsste es irgendwo da unten sein. Wo soll es denn hin? Ein Berg? Bisschen rechts. Jetzt. Ein richtig interessanter Teil. Jetzt heißt nämlich die Höhleneingang finden. Ja, wenn wir mal vorreiten können und Wegweiser aufstellen. Mhm. Da ist der Redwood. Dann müssen wir hier, da unten ist der Eingang. Hier unten runter. Ja. Ist nur drumherum. Du bist wieder geflogen, Cookie. User in your channel timed out. Ich hab das Weiße. Wir könnten runter, glaub. Ah, dann müsste es klappen. Ah, sieht gut aus. User entered your channel. Ah, ein bisschen Fallschaden gibt's. Ah, hier schaut der Weg entlang. Yep.
einfach nichts wie rein. Ich schwitze nämlich wie ein Affe. Na? Wie, warum wird denn? Ja, jetzt wird's kälter. Geht doch. So, ein klein bisschen Gamma, damit die Leute hier noch was sehen auf YouTube. Gott, ist das geil, da laufst du 2 Meter zurück, da ist schon Flamme, vor, war schon Eis gestanden. Ja, minus 5 Grad sind's hier, und hier hinten sind's. Grad, nett. Das ist so ein Hitzevorhang. Ja. Ich kann auch sagen, das ist die Kältebrücke. Also zwischendrin gibt's nicht, ne? Eiskalt, eiskalt. Ich weiß nicht, ob es das in der Lavahöhle noch gibt. Früher gab es direkt vom Artefakt eine Stelle, wo du einen Eiswürfel gehabt hast. In der Lavahöhle. Immer vergessen. Einmal einen Schlafsack hingepackt. Oh ja, das ist eine gute Idee. Da sagst du was. Nicht, dass man dann in der Höhle stirbt und feststellt, wir hätten Schlafsäcke rauslegen sollen. Ich habe Schlafsäcke mitgenommen, ich habe sie in der Tasche. Na, dann kannst du ja in der Leiche spawnen. Nicht, dass ich vorhabe, hier 5x3 Mal zu sterben, aber... Ich hab nur einen. Einer reicht. Ich hau alle 3 hin. Man weiß ja nicht. Was bringt's mir, wenn ich sterbe und runterlaufe und beim Runterlaufen nochmal sterbe? Dann habe ich ja keinen Schlafsack mehr dabei. Ich hab nicht vor zu sterben. Ganz einfach. Hat zwar letztes Mal hier in der Höhle nicht geklappt, aber... Yep. Das ist die Sache. Boah, der Vorsatz ist schon mal möglich. Ist die Frage, oh, okay. Cookie hat jetzt schon eine Weile nichts mehr von sich hören lassen. Bist du noch da? Klingt jetzt nicht so. Nicht wirklich. Oder ihr Mikro hat's mal wieder zerlegt. Warte mal, ich guck mal. Ach, sie ist doch noch da. Wieder. Aber ich glaube, ich fliege noch mal raus, also... Ich kann so lange hier ein bisschen an den Pilzen schnüffeln. Oder sind das Pilze? Blümchen? Keine Ahnung. Also ich will den Wolf zurückgeben. Der raucht schon. Ich glaube, der ist kaputt. Das stinkt. Wie, nur weil der jetzt 2 Wochen oder so einfach so rumstand, fängt er an zu stinken? Kann doch mal nicht sein. Jetzt doch mal durch die Waschanlage schieben müssen. Aha. Wo haben wir eine? Ich habe noch keine gebaut. Na, den Teich da. Ach so. Die Naturwaschanlage. Mhm. Dann können wir den Wächter des Sees ja dann auch umbenamsen. In Bademeister. Nee, das hatten wir schon. In Autowascher. Kriegt er noch ein bisschen Seife ins Inventar gesteckt? Da stellen wir dann Affen hin dafür. Hast du den Affen eigentlich noch gezähmt, den Laura gefunden hat? Nein, nein. Und nicht mal dazu gekommen. Was, ich mach mal ein bisschen den SFX Sound ein bisschen höher. Guck, ob die Viecher hier drin auch irgendwelche neuen Geräusche gekriegt haben. Bei manchen Geräuschen sollte ich den Ton lieber ausschalten. Ja. Die Wölfe haben zum Beispiel auch ein neues Geräusch gekriegt, wenn sie sterben. Das habe ich noch nicht gehört, bin ich aber auch nicht.
Ja, kannst dir den wilden Wolf killen, dann hörst du es. Mir gestern aufgefallen, als wir mal durch Schneebiom gezogen sind mit dem Terry und die Wölfe haben, bin ich der Meinung, die neue Erbe laut gekriegt. Das ist so ein Quietschen. Irgendwie. Bringt voll nichts, dass ich die Hide-Oberteile angezogen habe. Ja, ich habe jetzt wieder die Metallrüstung an. Ah, schön. Die Hitzewelle ist vorbei, hier hinten ist schön angenehm. 25 Grad. Und taghell. Ich weiß noch nicht, wo die Sonne herkommt. Es ist dieser Leuchtdings hier. Grüne Kristall. So, hier bin ich jetzt gerade voll im in der Sonne. Mitten in der Höhle. Ich liebe diesen geilen Bug. Auch lustiger ist das in Unterwasserhöhlen. Wenn man Eiswürfel hat, das Medical Brew, das hilft trotzdem, oder? Ja, das hilft trotzdem. Okay. Und bei Hitze auch. Ja, klar. Na gut, dann habe ich ja vorgesorgt, dann brauche ich keine Rüstung. Bloß die jetzt noch dabei. Ach, die habe ich vergessen mitzunehmen. Nein, ich will einfach keinen Schaden nehmen. Aber warum der jetzt meine Sachen weggeschmissen hat, finde ich komisch. Keine Ahnung, was hast du jetzt genau gemacht? Hat den Inventory Cleaner eingeschalten. Da hat er alles weggeschmissen. Aha, du hast nicht Drop gemacht, sondern gleich weg. Mhm. Deswegen mache ich immer Drop. Und dann war alles weg. War seltsam, eigentlich macht er ja bei... Na gut, bei Tools lässt er zumindest die Metallwerkzeuge drinne, das weiß ich. Steinwerkzeuge schmeißt er weg. Bei den ganzen Rüstungen habe ich noch nicht ausprobiert, ehrlich gesagt. Also ist alles weg. Okay. Gut zu wissen. Meine schöne Desert-Rüstung. Oh nein, da haben wir ja auch nur Amaya Blueprints für. Okay, guck schon. Denkt auch nur ihr. Er steht da. Sani, guckst du noch gelegentlich im Chat? Ja. Bis 100. Danke.
Naja, also noch bist du nicht geflogen, Cookie. Ja, ich bin auch in meinem Haus. Ah, sehr schön. Sag Bescheid, wenn du bereit bist, dann porte ich dich, wenn du auf dein Wolf sitzt. Ja. Ich würde aber vor die Höhle gehen. Wenn nicht du in die Höhle porten. Dem traue ich dann nämlich nicht so ganz. Ja, wenn Cookie hinter der Wand sitzt, kann sie uns sagen, wo die Viecher stecken. Ja, wenn sie aber durch den Boden glitscht und dann erstmal in den Geistersee nach unten fällt, ist das nicht ganz so gut. Damit kennt sich aus. Ich war schon mal da unten. Ist nicht lustig mit dem Wolf. Ich habe jetzt aber keinen Schlafsack, ne? Das ist kein Problem. Ich heb dir einen Aufregst an von mir. Darfst du in mein Bettchen schlafen? Ich sitze auf dem Wolf und fliege durch die halbe Basis. Warum dort? Könnte sein, dass es geleckt hat. Er fliegt immer noch. Ah, jetzt sitzt er wieder. Vor der Höhle stehe ich mal. Stehe ich ja schon da. Also ich wollte das auf jeden Fall. Mir fliegst du in der Luft und das Paracer backt durch die Gegend. Paracer. Und Marco fliegt auch in der Luft rum. Bei mir stehst du ganz normal auf dem Boden. Ja, du fliegst. Cool. Ich hab doch gar nicht Cheatfly angemacht. Leute, ich habe hier keine Bäume, kein gar nichts. Ich sehe nur komische Grafiken. Ja, das ist jetzt, weil du hergeportet wurdest. Am besten kommst du einfach mal in die Höhle, damit die Höhle geladen wird, dann sollte es eigentlich passen. Okay. Hm? Komm einfach mal hier in die Höhle, dann lädst du nämlich die nächste Zone oder lädst hier draußen diesen Wald, der nicht da ist. Bei dir. Dann sollte es besser gehen. Ich habe ein Standbild. Ja, jetzt wird gerade die Höhle geladen. Ja, bewegst dich wieder. Jetzt sollte es besser gehen. Ich hab wieder ein Standbild. Ah, die Höhle dauert ein bisschen, die ist groß. Nein, du bist geflogen. Yay, wieder eine Viertelstunde einloggen, ich hab jetzt schon keinen Bock mehr. Liegt das jetzt am, liegt am Internet heute, oder? Mhm. Immerhin kriegst du nicht ständig einen Bluescreen wie beim letzten Mal, siehst von der Seite.